Das Warten ist vorbei. Die Augsburger Panther starten in die neue Eishockeysaison. Und das Ziel ist klar, der Einzug in die Playoffs. Ja, eigentlich immer konstant. Wir wollen nach 52 Spieltagen nicht auf die Plätze 11 bis 14 landen, sondern unter die ersten 10 Mannschaften. Das ist sicherlich unser erstes Ziel für kommende Saison auch. Das Verletzungspech der Panther war zuletzt groß. Doch gegen die Iserlohn Roosters stehen endlich wieder fast alle Spieler auf dem Eis. Wenn man mit Verletzungen kämpfen muss, dann ist es unheimlich schwer für, ich sag mal, die Außenseitervereine, weil wir nicht so viele Spieler zur Verfügung haben, dass wir gleichwertig die verletzten Spieler ersetzen können. Das haben wir gesehen das letzte Wochenende, obwohl es nur Vorbereitung ist. 3 Verteidiger haben gefehlt und es ist unheimlich schwer für uns. Und Gott sei Dank kriegen wir höchstwahrscheinlich an Michael Bachus am Freitag zurück, dass Noah Brown und Seifert dann am Freitag oder am kommenden Wochenende fehlen wird. Noch ist die Bank gut gefüllt. Die meisten Spieler sind wieder fit. Und die 8 neuen Teammitglieder haben sich auch gut eingelebt. Wir haben dieses Luxus dieses Mal, dass wir einige Spieler aus der DL genommen haben, wie ein Ivan Czernik, wie ein Andy Reis, wie ein Ryan Bader. Und natürlich, die haben diese Umstellungsprobleme nicht. Und ein Mike Connolly oder ein Connor Morrison, man hat gesehen am Anfang, war alles neu für die, aber das ganz normale Dinge für sie und ich sind wie einkaufen, neue Sprache, neues Kultur, ist alles neu für die, aber man sieht jetzt im Laufe der letzten 4 Wochen, dass die sich wohlfühlen und beide haben eine sehr gute Vorbereitung hinter sich. Jetzt ist die ganze Mannschaft heiß auf den Erfolg. In die Playoffs wollen alle. Sie glauben fest an die Gemeinschaftsleistung ihres Teams. Hinten zu null zu spielen und vorne schauen wir, dass ab und zu vielleicht mal ein Tor schießen und damit der Mannschaft helfen. Torwart Patrick Ehelechner saß beim letzten Spiel gegen Ravensburg verletzt auf der Bank. Jetzt ist auch er wieder fit und optimistisch. Wir wollen wieder in die Playoffs kommen, wir wollen unter die Top 10, wollen uns qualifizieren für die Playoffs. Und für mich persönlich, ich versuche natürlich in jedem Spiel der Mannschaft eine Chance zu geben, zu gewinnen. Und ich glaube, dass wir uns alle tierisch freuen, dass es am Freitag losgeht. Dann geht es für die Panther nach Iserlohn. Und noch am Samstag soll die nächste Premiere folgen. Das erste Training im frisch renovierten Kurt-Frenzel-Stadion.